Also nach 4 Wochen nicht hier sein und zu Hause sein, war ich dann endlich nochmal was anderes sehen, nochmal hier arbeiten. Also ich war ja immer zwischendurch mal hier für Kundenbestellungen und das fehlt. Also mir liegt der Laden sehr am Herzen und das fehlte einfach total. Also das war ein Schock für uns, also für mich jedenfalls, auch für meine Kolleginnen, aber für mich war es ein riesengroßer Schock, so dieses, so wir müssen jetzt zumachen. Wir haben nur ganz spontane Maßnahmen treffen können, indem wir gesagt haben, wir müssen über Facebook den Leuten oder den Kunden halt sagen, Leute, wir sind für euch da, gerade jetzt vor Ostern, falls ihr irgendwie einen Wunsch habt, wie wir eure Kinder glücklich machen können, dann lasst uns eine E-Mail da und wir versuchen das Bestmögliche zu machen. Und dann haben wir halt Kundenbestellungen angenommen, haben die hier bearbeitet, haben das in Kisten verpackt und dadurch, dass das mit der Bezahlung einfach nicht möglich war, haben wir das dann mit dem Baumarkt Nordeifel, Baumarkt an der Linde, haben wir das verknüpft, weil wir gehören zu einer Gruppe und dann konnten die Kunden das dort abholen, bezahlen und so lief das echt super. Also die Kunden haben es gut angenommen. Wir haben natürlich den Abstand, den man einhalten sollte. Dann wir haben Handdesinfektionsmittel am Eingang, wo die Kunden sich selbst, halt, wenn sie möchten, Hände desinfizieren können. Wir haben vorne auch ein Schild, dass bitte keine großen Familien reinkommen sollen und am besten halt immer nur zu zweit maximal. Auch wie viele Kunden im Laden sind, das müssen wir überschauen. Auch keine Kassenschlangen bilden, auch draußen keine Schlangen bilden. Aber ansonsten, klar, unseren Spuckschutz, der mittlerweile ja Pflicht ist überall, den haben wir noch bauen lassen und das war es eigentlich an Maßnahmen. Wir haben noch nicht diesen großen Andrang, dass wir sagen, okay, jetzt hier Stopp, werden aber darauf achten, dass also wirklich maximal 5, 6 Kunden hier drin sind und dann werden wir auch wirklich an der Türe stehen und sagen, bitte warten Sie, bis der nächste Kunde rauskommt. Die einen werden vielleicht sagen, ach, das hat mir ganz Spaß gemacht, zu Hause das aussuchen, am PC mich nach Hause schicken lassen. Die anderen werden sagen, nee. Ich möchte weiter hier das unterstützen, was ich auch sehr schätze und ja, ich hoffe, dass wir einfach den Kunden wieder hier an unser Geschäft anbinden können. Also als hätten die Leute geahnt, dass wir schließen müssen und die Schulen zugemacht haben, da war wirklich so dieses, ich muss jetzt ganz viel Spielzeug kaufen, um 6 Wochen meine Kinder zu betreuen. Momentan, es hält sich in Grenzen, also es ist gezieltes Spielzeug für natürlich draußen momentan. Oder Beschäftigungsspielzeug wie Puzzle, Lego, aber ansonsten Hamstern würde ich jetzt nicht sagen. Die Kunden sind super nett und super freundlich, bedanken sich, dass wir wieder offen haben, freuen sich darüber und ansonsten ja, wir sind alle sehr dankbar.